Hallo und herzlich willkommen wieder zu Simple Magic mit dem Chris. Hallo! Hallo! Bei dir muss ich echt bei allen Menschen draufdrücken. Wenn du hast. Ja, jetzt bist du damit auf und da geht gleich sofort weiter. So. Und. Zack. So, das ist früher. Ja, wir machen die ganzen Öfen mit irgendwelche Zeug voll und lassen es dann drin. Ja. Warum nicht? Hut. Da. Ich habe im Übrigen noch noch Weizen, wenn noch Weizen rausgeht. Ich habe 51 Weizen. Okay, das ist ein ganzes Stack. Auch nicht schlecht. Ist kein Blut mehr drin. Ja, da musst du was spenden, wenn du Blut haben willst. Ja, aber bin schon dabei. Denk dann auch nicht so viel spenden, sonst. Ja. Ja, ich hab noch ein halbes Herz, reicht schon. Darf ich dich mal hauen? Ja, weil dieses Alchemie-Set, das braucht ja auch Leben. Sonst läuft das nicht. Die Rüstung von Blood Magic ist voll geil. Irgendwie. So. Alter, ich habe noch normale Kohle. Ja, minus 12,5 maximal heal. Heißt der regeneriert sich dann schneller oder weniger? Von der Rüstung, ja, das heißt, du hast weniger Leben. Wie normal. Ach so. Also ist die Rüstung so gesehen ja schlecht dann. Oh gut, 18,75 ist schon etwas besser. Muss dir mal die vom Ding anschauen, von Botania. Aber die ist so teuer, Alter. Was ist ein Binding-Ritual? Keine Ahnung. Von was ist das? Von Blood Magic. Okay. Ich habe keine Ahnung. Kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten. So, reicht genau aus, um meine Blümchen wieder zu versorgen mit 13 Kohleblöcken. Ich glaube, ich muss immer noch einen zweiten anbauen. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 4. Und einen. Gut. Hm. Was denn? Keine Ahnung, wie das so drauf funktioniert. Muss ich mal gucken. Hier ist ein cooles Schwert. Oh. Was? Hier ist ein cooles Schwert. Achso. Will ich haben. Dann sind die Viecher instant tot. Okay, wenn es mein Shatterer wieder full. Zwölf Attack. Wie viel Attack macht das? 12. Das sind wieder willig. So. Okay, jetzt kann wieder Mana produzieren. Zum Hintergrund. Ah, das ist echt ätzend. Wenn ich noch eine Blume hätte, die so ähnlich schnell laufen würde. Überleg mal, du musst das Ganze in ein Haus unterbringen. Was? Ja, das, was hier draußen halt steht. Ja, das ist halt ein großes Haus. Können wir uns eigentlich zu den Elfen? Da kannst du nicht hingehen. Ja, mal hin. Den Elfen mal einen Besuch abstatten. Du kannst ja, Alter, du kannst aber das Zeug durchschmeißen und das kommt dann wieder anders raus. Kann man die Elfen nicht besuchen gehen? Mm-mm. Mano. Das macht mich traurig. Oh, Reward Pack. Cool, du kriegst immer überall so ein scheiß Reward Pack. Ja, easy. Lol, eine Eisenaxt und eine Goldspitzhacke. Naja, schon wirklich. Easy. Braucht kein Mensch. Na. Was denn? Ich explodiere nicht einfach. Bei Botanien ist auch nur noch die Dinge.
Farming Joe. Wir müssen 8000 Wheat abgeben. Übers Delivery System. Na, ist klar. 5000 Wolle. 5000 Oakwood. Alles klar. 5000 Poison Potatoes. Sonst ist alles. 5000 okay, Witchlock. Also, das ist ein Witchlock. Das ist halt Witchwood. Okay. 1500 Blazes. Die haben doch eigentlich geraucht, oder? 20.000 Crystal Essence. 1000 Mana Potions. Oh. Diamonds. 5000 Wooden Swords. Diamonds. Oh, au, 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 au. Ich werd fast von Gravel erschlagen. Mhm. Aber noch mehr? Ist ja ganz so tief geschürft. Oh, ich verreck ins Bett. Lol. Was? Ich verreck gerade ins Bett. Egal. Aber war das Wasser hier schon an Diamanten oder? Kommt hier nichts mehr. Die richtigen Diamanten finden wir erst, wenn wir unten auch nicht durchschnitzeln. Ich brauche unbedingt nur was mit Dings drauf. Hm. Ethereum. The default of the must be within 10 blocks of the desired binding. Alles klar. Hä? Bitum Ohr. Ethereum is the main power system of Ars Magica and it's used to power many blocks. Mit. In voice of spells. Easy. Ja, wie viel soll. Wie viel sollen wir denn überhaupt dran kriegen an diesen Materialien? Weil wir auch von 5000 brauchen. Naja, halt mit der geilen Maxern und einfach durchnetzeln. Da können wir ja gleich eine große Farm anlegen. Schon? Die von Kronk diese ganz große Farm. Hä? Dann eines Minecraft Let's Play, was er da mal gemacht hat. Der hat auch mal so eine ganz große Farm gemacht. Aha. Okay. Weiß nicht, hast du das überhaupt gesehen? Nö. Okay. Deswegen sag ich ja, aha. Nee. Ätzend. Ja, ob ich das Ritual einmal anfangen soll? Oder ob ich erst einen anderen Weile schaue? Ja, das Elfenportal machen. Okay. Dazu brauche ich Elfen Getaway Core, Glimmering Livingwood. Elfen Getaway Core. Dazu brauche ich Terra Steel Nuggets, Alter. Ja, Terra Steel kannst du auch jetzt schon. Ja schon. Trotzdem, das ist krass. Terra Steel Nuggets und das Holz habe ich schon. Ich habe so ein Elfenportal noch nie gebaut, Mann. Bauen? Ja, ich mach's an. So, Livingwood. Ne, ich habe noch genau ein Terrasse hier hingeht. Ja, easy. Mach's gleich Nagel draus, das geht von 9. Elfen Getaway Core. Okay, den hätten wir schon mal. Dann brauchen wir ein Glimmering Livingwood. Beziehungsweise ein 3 brauchen wir davon. Glimmering. Gut, da brauche ich Living Wood und Glowstone. Easy. Ja, Glowstone müssen wir noch haben. Ja. Nein, ich schmeiß gleich mal wieder Redstone in den Mana Pool. So nein, hau ab, Alter! Mal so aus Versehen ins Deck reingefallen. Ja. Ganz aus Versehen mal gestolpert und ins Deck reingefallen. Aber ich verteidige meinen Malerpool. Es müsste doch wie an der Zeit sein, oder? Was so. Kommt mal ran. Das Zeug ist gleich verbrannt.
Ey, ich bin fast Level 30 wieder. Ich glaube, ich verzauber dann meine Pickaxe. Das mache ich. Mein normaler Pickaxe. Ach Gott, Alter. Das Holz ist ja gleich durchgejagt. Komm, wir fertig. Ach komm, du blödes Holz. Oh, jetzt. Alter, wir haben jetzt so viel Fleisch. Ja klar, wenn du 5 Millionen Kühe schlachtest. Wow, du kannst dich jetzt auch dran bedienen. Ja, mach ich auch. Ich esse die ganze Zeit schon nur Fleisch. Oh. Ja gut, ich gesagt. 9 Diamanten. Alles klar. Ich kann fast los mit Papa. Mit was? Wofür braucht man das? Wieso kriegst du das im Ganzen? Das ist ein ganzer Krieger. Ich weiß nicht wofür. Ja, das kannst du schmelzen, dann kriegst du ein kleines draus, aber es ist eigentlich komisch, dass du das im Ganzen kriegst. Normal ist trotzdem in so Einzelteilen. Was sind das eigentlich hier für Flaschen drin? Mana-Flaschen. Aber die dann nicht einfach lernen, in den Mana-Pool reinschmeißen? Nein. Schade. Die brauche ich zum Beispiel für sowas. Ja. Ach, nicht genug Mana gehabt. Ich wollte noch was hinterher schicken. Arsch. Ja, da gibt's ja richtig große Spells. Da kannst du richtig Flächenschaden und so einen Scheiß machen. Oh. Brauche aber ein bisschen... Spielst dann so ein bisschen LOL hier im Minecraft. Ja. Ich brauche nur noch diese Magie-Rüstung da. Bist du nicht, ausverkauft. Wieso hat er eigentlich jetzt die ganzen Dinger in Planks gemacht? Farmed Living Wood. Also Framed Living Wood heißt das, Leute. Was ist das? Das schaut ja geil aus. Okay, was brauche ich noch? Ich habe mich schon ablenken lassen. Halt wie immer. No. So, jetzt brauche ich den Natura Pylon. Und zwei Mana Pools habe ich. Natura Pylon. Natura Pylon. Ach Gott. Warte mal, ich brauche... Ein bisschen was, oder? Zweimal Gold... viermal Gold, viermal Mana Steel und zwei Mana Diamond. Ja, Mana Diamond haben wir ja noch. So, zweimal Mana Diamond und viermal Gold. Ich glaube, wir haben sogar alles da für das Portal. So, und so. Gibt es noch die Pylonen? Work as an Infusion Stabilization. Ja. Okay. Will ich meine Mana Pickaxe verzaubern? Mach halt. Ich krieg so, ja, das ist eine Enderpearl und Blaze Powder. Enderpearls haben wir da auch noch irgendwo, oder? Wir haben Enderperlen. Wo? In der Mob. Genau, wir brauchen zwei. Ich glaube, ich habe noch dran für den Ey, wie krieg ich den Blaze Powder? Warum, wir haben doch immer noch solche blöden Blumen. Ja. Oder du gehst einfach rüber. Bitte? Oder du gehst einfach rüber in die Festung und klatscht da welche. Oder du leckst mich einfach mal kreuzweise am Arsch. Nee, danke, so gerade ist das für den So, Cinderella Pearl. Ja. Wir haben doch immer noch diese Cinderella Pearl. Von Thaumcraft sind die, ja, schon bei Thaumcraft. Was? Effizienz 4 und Unbreaking 3. Krass. Sicherlich. 30 Level, im Ernst. Nicht mal Fortune oder so? Kein Fortune mehr. Ja, darauf habe ich jetzt eigentlich gerade gehofft. Irgendwie. Oder Rose. So, diese Natura Pylons habe ich auch. Easy, mein Quest ist fertig mit dem Elfenportal.
Ja, oder? Nee, ja, von wegen. Von wegen. Jetzt brauchen wir nämlich Elementium Ingot, Pixie Dust, Dragonstone und Elfenglas. Ah ne, Alfglas. Easy. Alf. Alf? Vom Melmark. Ja. So. Consult the Portal du Alfheim in Lexicon Botanica for full instruction. Okay. Lexicon Botanica. Jetzt einmal Mystical Items, Baubilds, Enter Artifacts, Basics and Mechanics. Porte Cubes, Soundcraft Integration. Baubilds sind die Ringe. Oh, alles klar. Instruction to Generation, Mana, Function, Baubilds Basics, Botanica. Dayblooms will ich nicht, Mana Spreader, Runic Altar. Wo ist es denn? Hä? Will er mich verarschen oder was? Welcome to Botanica. Aber Unbreaking ist ja gar nicht mal so schlecht drauf, das verbraucht halt weniger Mana, oder? Ja, richtig. Alter, ist wie schnell. Portal du Alfheim. Ich glaube, das nächste werde ich mal mit dem Buch verzaubern. Dann haben wir. Wir so eine Mega Pickaxe haben. Okay, also Visualize. Ah, Leute, das kann man sich ja. Cool. Wo bauen wir das hin? Weiß nicht. Oh, Wasser. Wasser, wir brauchen Wasser. Au. Schwimm! Oh. Weg. Mein Küper ist es ja gar nicht mal so schlecht, an Nordbergdorf zu haben. So, das ist normales. Oh. Normales Darkwood, ne? Hallo. Cool, das schaut geil aus, das Ding. Das Portal schaut richtig hammergeil aus. Easy. Ich hab eine Spalte gefunden. Blöd, Mann. Und immer noch Stone? Ach, Stone! Andesit. Kein durchgebratenes Stein mehr. Ey, doch, wir sollen doch eine Kiste da haben. Ich hab schon wieder verbraucht. Ja. Ey, da musst du welches brennen. So ein Scheiß. Nur ein Mana-Pool habe ich gleich noch, oder? Ja, einen habe ich noch. Und den anderen können wir eigentlich den erstmal wegnehmen, den hier. Easy, schon nochmal zwei. So, dann machen wir jetzt nämlich den, jenen. Ich muss... Ich habe die Befürchtung, dass ich bald ganz viel Mana brauche. Ich darf für diese Pickaxe das jetzt so machen, dass ich Unbreaking 5 drauf kriege, Fortune 3 und Effizienz 5. Das wäre auf jeden Fall mega nice. Ich brauche 7 solche Holzdinger. Okay. Das Ding ist ein Paradies hier, ey, Alter. Das hier auch. Was ich in Eisen hier finde. Warum geht jetzt schneller runter? Hau ich dich. So wie das hier alles blinkt, glaube ich, dass... Alter. Ich glaube, wenn du wiederkommst, ist das Elfenportal fertig. Sehr gut. Soll ich noch schnell das Holz hier umwandeln und dann... Na, ich komm mal zurück. Ich glaube, in der nächsten Folge mal diese Schlucht hier plündern. War eigentlich hier der Eingang. Ach, da unten. Komm, wandel dich um. Hopp, hier, Daisy, gib mal den Gas. Ich da rein. War in der Folge nicht so viel geschafft, aber... Los. Also ich schon, ich hab das Elfenportal gebaut. Gleich. Oh, jetzt. Na, ich komm auf. Ben. Halt, ist geil. Geil. Na, wo steht's?
Noch steht's nicht. Da haben wir Sims hier. Ja. Siehst du die Umrandung? Ich sehe das, was du gerade da baust. Also das andere siehst du nicht. Ich seh das nämlich schon vorgegeben, dieses Ding. Aber halt noch durchsichtig. Hab ich mich jetzt echt verzählt? Ich brauche noch einen Living Wood mehr. Warte mal, irgendwo kommt da noch die Getaway Coil. Die kommt doch bestimmt hier unten hin. Jo. Ja. Da aber passt doch. Folge nein, ist, auch schon ist sie nicht. Ist sie nicht? Ja, ist sie nicht. Dann... Irgendwie so versuchen, dass es klappt. Das, ja, so ist es, so gehört's. Warum ist es so durchsichtig? Ah, da habe ich noch keinen reingesetzt, oder? Nee. Ja! Structure complete. Was jetzt? Keine Ahnung. Toll! Keine Ahnung. Vielleicht muss es hier links und rechts erstmal Mana rein. Ja, wahrscheinlich. Denke ich schon. Gut, also wenn es euch gefallen hat, dann Däumchen nach oben und bis zum nächsten Mal. Tschüss.